Oh mein Gott, Leute, wenn ihr einen besseren Schuss lernen wollt, dann schaut unbedingt dieses Video. Ob ihr spezielle Schuhe braucht, ist euch überlassen. Ich empfehle es auf jeden Fall, Nockenschuhe zu tragen, weil das einfach viel besser ist. Ob ihr einen speziellen Ball braucht, das ist eigentlich egal. Einen härteren Ball, das heißt, dass er mehr curvt, und ein weicherer Ball heißt, dass er schärfer bekommt. Es ist natürlich auch vorteilhaft, wenn ihr den Ball am Ventil trefft. Das ist einfach so ein Lifehack, der schon viele Fußballer so machen. So, den Ball müsst ihr am besten so treffen. Wenn ihr schärfer schießen wollt, dann müsst ihr mit dem Vollspann. Wenn ihr mehr Effekt wollt, also dass ihr mehr curvt, dann sollt ihr ihn hier treffen. So könnt ihr euch entscheiden, ob ihr härter schießen wollt oder mehr curvt, und so findet ihr den perfekten Mix. Trefft ihr am besten hier, in der Mitte beim Ventil. Dann kommt er perfekt. Sollte es aber sein, dass ihr von weiter weg schießen sollt, müsst ihr härter schießen und weiter unten treffen. Dann kommt er etwa gleich im Tor an. Wenn ihr flach schießen wollt, das ist auch möglich, so auf halber Höhe oder ganz flach, dann trefft ihn besser oben. Jetzt machen wir den Anlauf vom Ariel-Schuss. Erstmal nimmt man den Ball und man tut ihn so ran, dass das Ventil gerade in der Mitte ist. Dann nimmt man 5 Schritte nach hinten und macht so einen betrunkenen Lauf. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop, doing something unholy. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Support ist kein Mord. Bitte schenkt uns ein Abo. Also, ihr müsst nicht, aber ihr könnt schon. Ist ja kostenlos. Ja. Und abonniert uns auch gerne. Ja. In der Videobeschreibung sind auch sämtliche Amazon-Produkte verlinkt. Über die kriegen wir einen kleinen Anteil vom Preis und wir können für euch besseren Support machen. Tschüss. Ciao.